Wir sind bei der Rubrik Achtung, fertig, Kamera. Es ist eine der spektakulärsten und eine der schnellsten Ballsportarten der Welt. Wir begrüßen die Young Stars von Zürich, die uns Tischtennis näher bringen. Ich sage Achtung, fertig, Kamera. Also die zwei sind sich jetzt hier am Einspielen. Das heisst, sie spielen sich den Ball extra auf den Schläger zu. Dadurch gibt es einen recht langen Ballwechsel. Der Neue fängt jetzt an, das ist die Person zu ihrer Rechten, fängt an mit Topspin-Ball anzugreifen. Das heisst, da ist recht viel Drall im Ball rein, was man dann natürlich als Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sieht, beziehungsweise über die Fernsehkameras auch nicht. Jetzt wechselt sie auf die Rückhandseite. Spielt sich dort noch ein. Auch da ist der Neue jetzt wieder mit Topspin-Ball, den Ball am Angreifen. Umlauft die Rückhand, sehr ähnlich wie im Tennis macht man das oft, dass man Vorhand aus der Rückhand rausspielt, weil man dort besser angreifen kann. Und jetzt hat der Neue noch einen freien Ohr gespielt, da sieht man sehr schnell, dann erreicht man den Ball nicht mehr. Wenn sie sich aber extra auf den Schläger spielen, dann kann man da regelmässige Ballwechsel spielen. Eine Laufübung, die der Neue macht, im Tischtennis lange es nicht, wenn man nur den Arm ausstreckt. Es muss wirklich immer der ganze Körper sich bewegen. Das ist auch der physische Charakter von unserer Sportart. Darum trainieren wir sehr viel Sprungkraft, Beinschnelligkeit, Rumpfstabilität. Und jetzt das, was man vielleicht aus allen Internetvideos, YouTube-Compilations kennt, dass jemand ganz weit weg vom Tisch ist, all die Bälle zurückspielt. Das ist nicht ganz das, was in jedem Match passiert. Man hat einen grossen Nachteil, wenn man dort hinten ist. Also das ist eher das Showtischtennis oder kommt ein-, zweimal pro Match vor. Aber ein eigentlicher Ballwechsel in unserer Sportart geht zwei-, drei-, viermal übers Netz und dann sind die Ballwechsel meistens auch schon wieder fertig. Gegen Topspins, beide greifen hier an, aus der Halbdistanz. Auch das gehört so ein bisschen zu den attraktiveren Ballwechsel. Und zum Abschluss noch einmal aus dem Netz durchgespielt. Auch das kommt im Tischtennis vor. Und da würden wir sehr gerne Bruno Berner noch bitten. Er würde versuchen, ein paar Anschläge abzunehmen. Das illustriert dann vielleicht gerade, wie viel Rotation in diesen Bällen innen sind. Die Rotation, die man eben von außen nicht sehen kann. Also wir probieren mal. Bruno Berner versucht, einfach irgendwie den abzunehmen. Sie sind jetzt warm, ich nicht. Das ist jetzt ja, das ist natürlich ein Vorteil. Genau, der Ball, genau, der Samir, wir wissen natürlich von der Rotation her, wohin der springt. Kannst du mal einfach machen, kann anfangen. Der Tisch hey, muss ich spielen, nicht komm. Letzter Versuch noch. So. Noch einmal. Also, letzter Versuch. Gut, mach mal einfach, ohne dran. Einfach normal, ich konnte drüber kommen. Schau, jetzt ein Spitzensportler, oder? Voilà. So, Gratulation, voilà. Danke vielmals. Okay, merci. Okay. Merci. Danke vielmals, Bruno Berner. Das ist der Noah Keusch, U15 Schweizer Meister und der Samir von Däniken. Merci vielmals. Und bei mir ist der Tobias Klee, Verantwortlicher, I&S-Verantwortlicher bei Swiss Table Tennis. Ich meine, es sieht unglaublich spektakulär aus. Wo stehen wir denn in der Schweiz mit dem Tischtennis international gesehen? Ja, die Schweiz ist leider nicht die grosse Tischtennis-Nation. Das heisst, gerade europaweit vor 10, 15 Jahren sind wir eher auf den letzten Plätzen gewesen. Hat sich aber stark verbessert. Also mittlerweile ist man regelmäßig in den Top 16 von Europa. Und wir haben gerade in Tokio Olympionikin gehabt, die dort teilnehmen konnte. Im Nachwuchs sind wir aber noch ein bisschen stärker wie bei den Eliten. Also da wird international etwas kommen. Wie gross ist denn der Aufwand, den man betreiben muss? Eben nur schon jetzt zum Beispiel der Neue. Der ist sehr gross, also er versucht jeden Tag mindestens einmal zu trainieren. Also man hat da die 6-7 Trainings, nicht nur an der Tischplatte, einmal im Kraftraum, einmal Mentaltrainings. Und ja, da sollte man schon auf mindestens über 20 Stunden kommen und das über eine sehr lange Zeit. Neben der Ausbildung natürlich. Neben der Ausbildung, ja. Die, ja.
Wunderbar, wir wünschen euch alles Gute und hoffen bald wieder einen Spieler oder eine Spielerin Olympischen Spiel zu bewundern. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Ihr bekommt einen Gutschein über auch von 500 Franken für die Vereinskasse überbracht vom Markus Zehnder von der Zehnder Holz und Bau AG. Merci vielmals, dass du da bist. Alles Gute. Danke vielmals. Danke vielmals. Merci. Ja, Bruno, ist nicht einfach gewesen, oder? Ist unglaublich. Du hast gestaunt, dass es nicht gegangen ist. Unglaublich. Also der Schnitt, den er gemacht hat, also, der soll mir das noch mal zeigen. Ich wollte das auch können. Das war beeindruckend. Und so einfach. Es sieht so einfach aus, aber es ist es nicht.